Das Bild hat uns der Dog gezeigt. Nicht weiter. Da war das Badezimmer. Bester Horrorfilm 2009. Regisseur Bob Washing. Plot Mystery. Okay, er ist anscheinend Regisseur. Der Vater. So, dann gehen wir nochmal kurz hier lang. Wir müssen alle Hinweise finden. Das können sie aber nicht aufheben, okay. Dann gehen wir jetzt nach unten. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Ja, ganz toll, oder? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh. Kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten? Na klar. Ohne Taschenlampe ist das sehr vertrauen mit dir. Können wir auch erstmal uns umschauen? Ja, oder? Familienfoto. '25.04.13. Bereit für den Seniorabschlussball. Hannah, Sam, Mike und Emily. Oh, ich stand gerade unter uns. Edgy Badge. Wir müssen in den Keller. Hä? Was? Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Ich wünschte, Chris würde endlich rangehen. Er ist wie gelähmt, weil er glaubt, sie würde ihn abschießen. Das wird nie passieren. Was davon? Nichts davon, wenn er nichts unternimmt. Was er, wie wir Chris kennen, erst tut, wenn man ihm eine Knarre an den Kopf hält.
hier was in der Ecke? Nein. Da liegt doch was. Noch ein Foto. August Capcord. Josh mit seinen hübschen Schwestern Annabelle. Ihr seht super aus. Ihr seht super aus. 16.08.2013. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ich wollte nur sagen. Ach. Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Wir beruhigen ihn. Josh, wir sind für dich da. Was meinst du denn? Was auch immer du brauchst. Edward Fish, jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Ja, wir haben Spaß. Wenn ich geduscht habe und frisch bin, dann habe ich Spaß. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Was ein Riesenkeller. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Oh. Lucille. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummi. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Hier, kannst du mal halten? Na klar. Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Nein. Da waren Fußspuren. Hey, halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Nicht bewegen. Nicht schlecht. Ach, danke. War ja nicht schwer. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Na? Das passt doch super. Okay. High five. Ah. Entschuldigung. Ups. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Ich lass das. Ach, Quatsch. Ich verarsch dich nur.
Oh, du warst wirklich in Panik. Ich hatte keine Angst. Nein, nein. Du bist gehüpft, weil du schon mal üben wolltest fürs Aerobic. Sei mal kein Arschloch, okay? Ich bin überhaupt nicht gehüpft. Was ich gesagt habe war, was war das? Eine völlig normale Reaktion auf super gruseligen Krach in einem super gruseligen Keller. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Lass mir Sam. Ich geh mal nachsehen. Was? Wieso? Was hast du denn, Angsthase? Nein, das ist wahrscheinlich eh überhaupt nichts. Dann halt du doch die Stellung und ich schaue nach. Okay, wie Sie wünschen, Madam. Oh, fuck. Scheiße. Oh. Das ist Chris, der Drecksack. Ach komm schon, wieso ist sie abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt. Hey. Was? Hey. Was zum Teufel? Boom. Ich hab dich erwischt. Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich. Der Dumme. Och, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Josh! Was in aller Welt hast du da an? Mach's gut. Zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Bis bald. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Sieht das jetzt so gruselig aus? Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Schau mal die Spinne. Boah. Ist das wahr? Aber es zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Na, morgen geht's weiter mit dem Spiel hier, Melanie. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Beides. Ich mag es, wenn die Leute Loyalität haben. Loyal sind. Du würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein. Okay,
Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? Loyalität. Also du kümmerst dich eher um deine Freunde, bevor du jemand anderem in Not hilfst. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Warum sind jetzt bei dem Dog überall so Bretter? Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchen schon... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien. Von Isolation. 8 Stunden bis zum alle Morgen. Alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen. Und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. 11 Uhr. Okay, ist jemand da? Hallo? Bitte rangehen. Geisteranruf. Abracadabra. Komm schon. Falls ihr mich hören könnt, gebt uns ein Zeichen. Ja, ein Peace-Zeichen oder ein Leute, Stoppschild. Wenn ihr das Ganze nicht ernst nehmen wollt. Okay. Ist jemand da? Egal wo da ist. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Klarstellen. Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Wer spricht da mit uns? Beth? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine... Wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Mal überlegen. Was ist mit dir passiert? Beth, wir möchten wissen, was dir damals zugestoßen ist. Sagst du es uns? H-A-N-N. Das heißt Hannah. Warte, es geht weiter. K-I-L. Oh mein Gott! Killed? Leute,
Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, 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 bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stelle noch eine Frage. Wir haben Hannah da, wir haben Beth damals losgelassen. Hannah hat sie losgelassen. Okay. Kurz darauf ist sie runtergestürzt. Wer ist Hannahs Mörder? Wer war das? L. I. B. Lyra, vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Edward Fischbarsch, danke für dein Follower, mein Lieber. Danke. Chris? Oh, wisst ihr was? Das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht echt. Ich kann das schon nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Jess? Jess! Oh, verdammter Scheiß! Jess, wo bist du hin? Das ist nicht witzig. Jess! Warum ist sie so weit weg? Wir können Süße. Einmal hier lang. Bist du da drin? Einmal hier oben. Wir gehen erstmal nach oben. Jessica! Ach, komm schon. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht. Ah! Oh, oh, oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will sehen. Mir das nicht! Nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich vor mehr anstrengen. Du willst also mehr. Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Das ist hinter noch ein Tote. Glück. Führungstote. So, wir gehen jetzt mal bis zur Hütte und dann beenden wir das hier. Ein Eichhörnchen, ja genau. Du Optimist. Was? Hörst du das? Nein.
Es ist in der Nähe. Hallo? Oh mein Gott. Es kommt. Jemand da? Psch, 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 psch. Psch. Hey, Wukai. Das Vieh hat uns fast umgebracht. Noch lebst du. Wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Die Hütte hat kein Dach. Da sind überall Löcher. Hallo? Das ist doch nicht die Hütte, oder? Gasmaske oder was? Hey, schau mal die Maske. Oh, bäh. Ist voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst noch drauf. Knutschen? Okay, dein Pech. Komm. Gib ein Papa einen Kuss. Das ist cool. Und schmeißen sie weg? Da war bestimmt noch mehr. Anscheinend nicht. Komm mit mir, mein Knackarsch. Was ist mit diesem Wukati, Wukai oder wie die Viecher heißen? Nicht in Ordnung. In Deutschland sagen wir Hirsch. Okay, Mann. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein, nein, nein. Nein. Okay, okay. Gott. Wie soll ich? Ich kann nicht hinsehen. Okay, okay, okay. Okay. Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab! Oh nein, nein, schnell, schnell. Weg vor. Bleib auf dem Weg, wir sind fast da. Ja, ich habe keine Zeit dafür. Los, los, los. Schon, wir müssen weiter! Sterb! Ja, ja! Nein, hol die Treppe! Du musst die öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Was war das? Die ganze Zeit! Schwachsinn! Nein, 100%, 100%, 110! 110. Mann, wie krass! Ich fühle mich wie in
nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Wir sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Boah, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Na, wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja. My Lady. Werden wir sie noch flachlegen? Wir wissen es nicht. Das erfahren wir aber leider erst morgen, Leute. Bis dahin, macht es gut. Habe ich dich echt recht? Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Ja, ich esse gleich. Oder Leute, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ich bin dann gleich wieder wahrscheinlich online mit Battlefield oder Last of Us, wir wissen es noch nicht. Aber jetzt werde ich erstmal gemütlich was essen. Bis dann. Tschö. Du